Mit einer Doppelausstellung ehrt die Stadt Würzburg ab heute ihren Bildhauer Tilman Riemenschneider. Mehr als 200 Werke des Künstlers sind anlässlich des 1300. Geburtstages der Stadt zu besichtigen. Der im Jahr 1460 geborene Riemenschneider gilt als einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer der Spätgotik. Zu sehen sind Exponate wie diese trauernde Maria, die zufällig auf einem Dachboden entdeckt wurde. Die Figur gehört zu den Glanzstücken der Würzburger Sammlung, die zum Jubiläum um Leihgaben aus dem In- und Ausland ergänzt wurde.